Ich habe seit 3 Jahren keinen Schlüssel mehr verwendet, um hier bei uns in die Wohnung zu kommen. Weder für die Haus- als auch für die Wohnungstür hier in einer Mietwohnung. Das alles wird möglich durch diese 2 Dinge, dem Nuki Smart Lock, jetzt in Version 3.0, und dem Nuki Opener. Die Funktionsweise ist dabei ziemlich simpel. Der Opener ist mit der Sprechanlage vom Haus verbunden und kann an der Haustür den Buzzer betätigen. Im Smart Lock 3.0 steckt von innen ein Schlüssel, der von einem Motor gedreht wird, und deswegen brauche ich dafür auch einen Zylinder, wo ich gleichzeitig von beiden Seiten Schlüssel drin haben kann und trotzdem aufschließen kann, damit ich auch im Notfall von draußen mit einem Schlüssel reinkommen kann. Beide Dinge können entweder geschraubt oder geklebt werden, abhängig von meiner Tür, und das erlaubt mir im Endeffekt, meine Haus- als auch Wohnungstür auf verschiedenste Arten und Weisen zu öffnen. Dann gibt es noch eine Bridge, die das Ganze mit dem WLAN verbindet, weil die Dinger untereinander mit Bluetooth kommunizieren. Es gibt aber für Einfamilienhäuser auch eine Smart Lock 3.0 Pro Version, die quasi WLAN schon direkt verbaut hat, aber will ich den Opener, brauche ich die Bridge. Die Haustür kann ich per App auch aus der Ferne und auch als Complication auf dem Watchface der Apple Watch direkt öffnen. Oder mit Ring to Open, was zum Beispiel aktiviert werden kann, wenn ich nach Hause komme, dann öffnet sich ein Zeitfenster von zum Beispiel 20 Minuten, wo ich einmal klingeln kann und mir dann einmalig die Haustür geöffnet wird. Oder ich kann auch den Dauermodus benutzen, wenn ich zum Beispiel eine Party habe, dann wird bei jedem Klingeln in einem bestimmten Zeitraum immer direkt unten die Haustür aufgemacht. Auch die Wohnungstür kann ich auf verschiedene Arten und Weisen öffnen. Natürlich auch per App, auch aus der Ferne und auch mit der Apple Watch Complication. Oder per Auto-Unlock, das bedeutet, ich trete in einen bestimmten Radius um meine Wohnung ein. Dann fängt mein Handy an, nach dem Smart Lock zu suchen, und findet es das via Bluetooth, also 10 bis 15 Meter Entfernung, wird es das automatisch entriegeln. Alternativ kann ich mit dem Nuki Keypad auch direkt eine Nummer eingeben, um reinzukommen, oder mit dem Keypad 2.0 auch meinen Fingerabdruck verwenden. Möglich ist auch eine Smart Home Automation, die ich einsetzen könnte, oder ich könnte den Nuki Keyfob verwenden, oder wenn wirklich alles schief geht, ich habe den Schlüssel verloren und den Keyfob und mein Handy und wirklich es geht gar nichts mehr, kann ich auch noch einrichten, dass ich online auf der Nuki-Webseite im Online-Portal mir theoretisch die Tür aufmachen kann. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an Vattenfall, die für euch extra ein Gewinnspiel veranstalten. Dort könnt ihr nicht nur eins von 20 smarten Bosch-Heizungsthermostaten gewinnen, sondern auch eine von 10 Doppelpacks Philips Hue Gradient Tischleuchten oder einen von 3 Ecovacs X1 Plus Wisch- und Saugroboter mit Absaugstation. Zum Teilnehmen sendet ihr einfach eine E-Mail an gewinnspiel@vattenfall.de mit dem Stichwort Valentin, und bitte lest euch dazu genau die Gewinnspielbedingungen durch, die sind in der Beschreibung verlinkt, wo steht, wo ihr herkommen müsst, wie alt ihr sein müsst und so weiter, halt alle Bedingungen, alle Voraussetzungen, um teilzunehmen. Das Gewinnspiel an sich ist kostenlos, Ende ist am 31.12. um 23.59 Uhr, und ich denke, da ist für jeden was dabei, und deswegen wünsche ich euch maximale Erfolge beim Gewinn. All die Gewinne kommen direkt aus dem Vattenfall-Shop, Link dazu in der Beschreibung, wo es wirklich alles gibt, was das Herz zum Thema Smart Home nur begehren kann. Also schaut dort auf jeden Fall auch mal vorbei. Danke an Vattenfall für die Unterstützung bei diesem Video und dass sie das Gewinnspiel für euch veranstalten. Und jetzt zurück zum Review des Nuki Smart Locks. Die größte Neuerung gegenüber dem Vorgänger ist eigentlich nur, dass es das jetzt in Weiß gibt und dass es auch deutlich leiser ist. Es ist immer noch gut hörbar, aber es ist deutlich leiser als der Vorgänger. Betrieben wird das Ding von 4 AA-Batterien, und die haben in meiner Erfahrung so ungefähr zwischen 4 und 6 Monate gehalten. Es gibt alternativ auch das Nuki Powerpack, das ist ein via USB-C aufladbarer Akku, der hält bei mir im Regelbetrieb circa 3 Monate durch. Das hängt aber ganz stark auch von der Tür und von der Anzahl der Auf- und Abschließvorgänge ab, wie viel ich das benutze und so, ist natürlich klar. Das Smart Lock hält die Falle auch ein paar Sekunden offen, damit ich halt, wenn ich nach Hause komme, in Ruhe die Tür aufmachen kann, und erkennt dann, wenn ich den optionalen Door-Sensor habe, auch dass die Tür geöffnet wurde, und lässt die Falle dann los oder wartet halt eine bestimmte Zeit, bis es die Falle wieder loslässt. Der Nuki Door-Sensor ist optional, ich mag ihn sehr, weil halt die Falle dann immer direkt zugeht, wenn man die Tür aufmacht. Allerdings muss ich sagen, dass die Batterie Laufzeit von dem Ding nicht wirklich geil ist und ich die circa alle 6 bis 8 Wochen wechseln muss bei mir. Und ich finde, das ist schon ziemlich häufig für einen Batterietyp, der jetzt nicht so häufig vorkommt. Wenn ich die Wohnung verlasse, kann ich 2-mal auf den Knopf beim Nuki Smart Lock drücken und damit wird Lock and Go aktiviert. Das bedeutet, ich habe 20 Sekunden Zeit, um rauszugehen, bevor er dann anfängt abzuschließen, oder wenn er erkennt, dass die Tür zu ist, dann schließt er auch schon direkt ab. Ich kann aber auch auf dem Keypad auf die Löschen-Taste drücken. Das führt auch dazu, dass zugeschlossen wird, oder ich kann natürlich auch die App benutzen und dort sagen, bitte Tür abschließen. Ich kann aber auch einmal auf den Knopf drücken und dann wird die Tür zu bzw. abgeschlossen, je nachdem, was es halt gerade nicht ist.
Bevor ihr euch den Nuki Opener kauft, bitte prüft auf der Nuki Website, ob eure Sprechanlage mit dem Ding kompatibel ist. Ich lasse euch da mal einen Link in der Beschreibung, wo ihr das überprüfen könnt. Betrieben wird das Ding von 4 AAA-Batterien. Ich habe aber auch einen Micro-USB-Anschluss, wo ich bei mir immer ein Kabel dranhängen habe, was in der USB-Buchse ist, sodass das Ding immer aktiv ist, auch ohne Batterie. Das Ding kann aber noch mehr, nämlich zum Beispiel die Klingel unterdrücken, es kann eigene Töne abspielen und es kann auch den Dauermodus betreiben, sodass, wenn man klingelt, immer direkt aufgemacht wird. Das Ding ist so genial. Es erlaubt mir nicht nur, meine Wohnungs- oder Haustür, also dort, wo der Smart Lock sitzt, mit einem 6-stelligen Code zu öffnen, und ich kann auch verschiedene Codes für verschiedene Zeiten festsetzen, dass zum Beispiel immer, wenn meine Putzhilfe kommt oder der Pflegedienst, können die mit diesem Code aber nur zu dieser bestimmten Zeit in die Wohnung reinkommen, und das wird auch protokolliert, wer dann dort öffnet. Sondern in Version 2.0 mit deutlich stabilerer Verbindung kann ich jetzt auch endlich mit Fingerabdruck entriegeln, und das funktioniert so grandios gut. Ich glaube, 200 Fingerabdrücke kann man hinterlegen von 20 Personen. Das sollte ausreichen, denke ich mal. Aber das Ding funktioniert wirklich zuverlässig, sehr, sehr schnell. Einziger Nachteil ist meiner Meinung nach, man kann das Keypad ganz einfach abmachen und mitnehmen, was ein bisschen doof ist. Bitte beachtet aber, dass der Einsatz von so einem Keypad für manche Versicherungen schwierig ist, auch wenn natürlich ein Protokoll in der App geführt wird, wo gezeigt wird, wer da gerade reingekommen ist. Aber bitte klärt das mit eurer Versicherung ab. Der Keyfob kann ganz einfach an den Schlüsselbund gehängt werden, und mit einem Knopfdruck kann ich dort die Tür auf- und zuschließen. Den kann ich zum Beispiel einem Besucher mitgeben oder vielleicht auch einem Kind. Und ich habe 3 verschiedene Aktionen, die ich festlegen kann, also einmal drücken, zweimal drücken und dreimal drücken. Und wie die genau funktionieren, kann ich dann in der App spezifizieren. Standardmäßig ist, glaube ich, einmal drücken auf- oder zuschließen, je nachdem, was es halt gerade noch nicht ist. Und zweimal drücken ist, glaube ich, immer zuschließen. Das Herzstück ist aber die App, und hier kann ich alle Geräte verwalten und auch mit Updates bespielen. Außerdem lege ich hier Zeiten für den Dauermodus fest, ich kann verschiedene Benutzer verwalten und ich kann auch die Zeiten für verschiedene Codes festlegen, wann die halt gültig sind und wie das alles miteinander interagiert. Und natürlich kann ich hier auch auf das Protokoll zugreifen und das Ganze in mein bestehendes Smart Home integrieren. Ich finde, das Beste an der App ist aber, dass ich für die Nutzung keinen Account brauche. Das bedeutet, möchte ich jemanden Zugriff geben, kann ich dem einfach einen Code teilen, und der hat dann 48 Stunden Zeit, diesen Code zu aktivieren, danach verfällt er wieder, und kann das Ganze einfach ohne Nutzer-Account benutzen. Und wenn ich das Ganze administrieren möchte, weil ich brauche auch keinen Nutzer-Account, dann brauche ich nur einen PIN-Code, mit dem ich die Administration durchführen kann. Sowohl von zu Hause als auch von unterwegs aus. Und das ist super praktisch, weil zum Beispiel war es bei uns einmal so, dass wir Besuch bekommen haben, als wir gerade im Urlaub waren. Also wir sind in Urlaub gefahren, dann hat ein Freund gefragt, hey, kann ich 3 Tage bei euch übernachten, weil ich habe meine Wohnung schon gekündigt und muss aber noch ein paar Sachen erledigen. Wieso? Kein Problem. Hier hast du einen Code, damit konnte er ein- und ausgehen. Wir waren gar nicht da und danach ist der Code wieder verfallen und er ist danach nicht mehr in unsere Wohnung gekommen. Das heißt, habe ich meinen Zugang mal verloren durch einen Fehler oder durch irgendwas, brauche ich nur Zugang zu den Geräten und halt diesen Code, um wieder Administrator-Zugang zu bekommen. Das Ding hat so gut wie keine Fehler gehabt in den letzten 3 Jahren. Das Smartlock 3.0 haben wir erst seit einem halben Jahr im Einsatz und auch das Nuki Keypad 2.0 erst seit circa 1,5 Monaten. Ich muss sagen, Fehler hatten wir bisher so gut wie keine. Einmal hat mein Opener nicht funktioniert. Der wurde dann ausgetauscht, da war irgendwas defekt, das war jetzt nach 2,5 Jahren, aber das wurde von Nuki anstandslos einfach ausgetauscht. Und einmal bin ich nicht bei uns in die Wohnung gekommen, zumindest nicht ohne Schlüssel, weil ich vergessen habe, den Akku zu laden. Das Ding gibt einem auch Benachrichtigungen, wenn der Akku leer ist, also sollte man unbedingt drauf achten. Habe ich einmal nicht gemacht und dann vergessen, und dann bin ich halt irgendwann einfach nicht mehr reingekommen. Da hat es dann gesagt, ist stecken geblieben, aber halt einfach, weil der Akku zu schwach war und es nicht mehr geschafft hat, den Schlüssel zu drehen. Wenn ich aber Benachrichtigungen haben möchte, dann muss ich es mit Nuki Web verbinden und dafür brauche ich einen Nuki-Account. Ganz ehrlich, ich würde so weit gehen und sagen, dass das mein liebstes Smart-Home-Produkt ist, was wir überhaupt besitzen. Das Ding ist so zuverlässig, dass meine Frau inzwischen eigentlich nie einen Schlüssel bei sich hat. Und was kann ich sagen? Es ist auch noch nie schief gegangen. Wie schon gesagt, wir haben Freunde bei uns wohnen gehabt, wir haben Nachbarn Zugang gegeben, die sich dann ein Paket rausgeholt haben oder was reingestellt haben. Und natürlich muss ich das mit der Versicherung abklären und ich muss auch Leute haben, denen ich vertrauen kann, denen ich da Zugang gebe. Aber das Ding kann zum Beispiel auch in Airbnbs eingesetzt werden oder wenn ich jemanden in der Familie habe, der pflegebedürftig ist, damit kann der Pflegedienst ganz einfach reinkommen, was meiner Meinung nach mega, mega praktisch ist. Und ja, das Ding ist nicht günstig. Wenn ich das komplette Pack kaufe mit allem Zubehör, dann kommt da schon ein ordentlicher Geldbetrag zusammen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, würde unser Smartlock oder unser Opener heute kaputt gehen oder geklaut werden oder irgendwie sowas, ich würde noch am gleichen Tag, wo das passiert, mir einen neuen bestellen, weil ich es wirklich so unglaublich angenehm finde, damit bei uns Haus- und Wohnungstür zu öffnen.
öffnen und es einfach das Leben so viel einfacher macht mit Einkauf, mit Freunden, mit der Familie. Es ist einfach wirklich, wirklich genial. Vielleicht fragst du dich auch, ob ein smartes Thermostat was für dich ist, dann schau doch mal bei diesem Video vorbei.